Im letzten Video habt ihr ja gesehen, hatte ich das Lenkkopflager zum Schluss ein bisschen fester angezogen, als es normal ist, als es für die Kegelrollenlager gut ist. Das habe ich absichtlich gemacht, damit sich das Ganze ein bisschen setzen kann, damit das Fett sich verteilen kann. Und jetzt will ich es mal einstellen. Es kommen immer wieder die Fragen, wie man das einstellt und wie ich es einstelle. Und gerade bei diesem Lenkkopflager, bei diesem Motorrad war es ja so, vielleicht erinnert ihr euch, beim Zerlegen, irgendjemand hatte das nach maximal, also nach Werkstatthandbuch Drehmoment eingestellt. Das ist natürlich für ein Lenkkopflager, für ein Kegelrollen-Lenkkopflager, wie jetzt verbaut ist und auch schon verbaut war, nicht richtig. Serienlenkkopflager werden natürlich nach Drehmoment eingestellt, wie es im Werkstatthandbuch steht. Das sind ja auch Schrägschulter-Kugellager, aber diese Lenkkopflager, diese Kegelrollenlager, werden im Prinzip nur ganz, ganz wenig angezogen, gerade so, dass sie fest sind und gerade so, dass sie nicht wackeln. Und dann noch eine Achtel- bis Viertelumdrehung, das muss man dann so ein bisschen Gefühl haben. Und das mache ich jetzt und sage willkommen bei Sams Channel. Und danach machen wir endlich die Gabel, oder? Ach ja, und bevor ich es vergesse, vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ich habe mich sehr darüber gefreut. So, das ist zu fest, obwohl es jetzt eigentlich gar nicht so fest erscheint. Ich mache es nochmal ein bisschen locker. Jetzt geht es schön locker. Und es gibt dann so einen Moment. So, es gibt einen Moment, da fängt es an zu wackeln. Man hört das, man spürt das. Und irgendwann hört es auf zu wackeln. Dann geht es ein bisschen schwerer. Also es ist jetzt quasi handfest. Es ist jetzt der Moment, wo man also die obere Mutter nicht mehr festhalten kann, wenn man unten an der unteren Gabelbrücke umklappt. Das ist im Prinzip der Moment, wo das fest ist. So. Und dann noch eine Viertel- bis Achtelumdrehung. Achtel- bis Viertelumdrehung mache ich immer, so rein nach dem Gefühl. Hier langt, nee, es ist viel zu viel schon. Da sich das gut gesetzt hat, das Fett, ist es jetzt nach dem Festwerden maximal noch 10, 20 Grad. Genau, so, jetzt ist es genau okay. Vielleicht schon sogar wieder ein bisschen zu fest. Ja, so, so ist noch ein bisschen besser. Also es ist wirklich, es hängt vom Setzen ab. Man muss das im Gefühl haben. Es gibt einen Moment, dann fängt es an, schwerer zu gehen. Und so, so lasse ich das jetzt. Schwer zu beschreiben. So, also. Jetzt kommt diese Scheibe dazwischen, wie immer. Und dann kommt die obere Mutter. Das ist keine Kontermutter, das ist die Auflagemutter für die obere Gabelbrücke. Das wird nicht gekontert. 100 Mal schon gesagt, das wird aufgeschraubt, bis es unten angekommen ist und dann entweder ein Stückchen zurück oder ein Stückchen vor, sodass man da genau auf dieses Ding kommt. Und ich habe es jetzt also wirklich so locker. Der Ring, dieser Ring, der dazwischen ist, der ist nicht gerade, der ist nicht plan, sondern der ist gewölbt, das ist ein Federring, deshalb geht er jetzt ein bisschen schwer. Wenn ich es jetzt noch weiter drehen würde, würde ich kontern, das heißt, ich muss ein Stückchen zurück. Und dann drücke ich die obere Fahne drauf. So. Und man sieht, dass sich die obere Mutter noch bewegt, genauso soll das sein. Aber dadurch, dass die beiden miteinander verschraubt sind, oder dass die beiden miteinander verschränkt sind über das Halteblech, kann sich es nicht mehr bewegen. So, jetzt passiert Folgendes, es kommt die obere Gabelbrücke drauf. Kann ich ja mal machen, andeutungsweise, genau. Ja, jetzt kommt die obere Gabelbrücke drauf. Sollte sie eigentlich. Aber sie passt jetzt nicht, weil nämlich hier haben wir zu viel Pulver drin an dieser Stelle. Das heißt, ich komme
aufgrund des Pulvers nicht über diese Schraube hier drüber. Ja, ich merke gerade, es ist gar nicht dieser Punkt, sondern es ist hier dieser Punkt. Hier diese Fläche, die nicht hier durchkommt. Man kann es daran erkennen, dass man hier nicht tiefer kommt. Aber es liegt trotzdem am Lack, nämlich aber am Lack, der hier drin sitzt. Das heißt, ich muss hier das Pulver wieder ausschleifen und dann kann ich die obere Gabelbrücke erst aufsetzen. Okay, so ist es dann halt. Aber es geht erstmal ums Prinzip. Die obere Gabelbrücke wird jetzt aufgesetzt und liegt dann, wenn sie drauf ginge, hier mit dieser Fläche hier auf dieser Mutter auf. So. Und diese Mutter oder das Sandwich aus dieser Mutter, der oberen Gabelbrücke und der Kronenmutter bildet dann eine Einheit, die zusammengepresst wird, weil die Kronenmutter mit 100 Newtonmeter angezogen wird. Und dann sind ja hier die Gabelholme dazwischen. Das heißt, aufgrund dessen, dass hier die Gabelholme sind, kann die obere Gabelbrücke sich nicht separat bewegen. Mit 100 Newtonmeter ist die Kronenmutter fest und mit 100 Newtonmeter hängt die Gabelbrücke auf diesem Punkt. Und das ist das, was das ganze System festhält. Und aufgrund dieser umgeklappten Arretierfähnchen hier kann sich diese Mutter, die Einstellmutter für das Lenkkopflagerspiel, nicht mehr verändern. Also die Haltung oder das, was halten soll, das, was das System letztendlich hält, kommt von oben und nicht von unten. Das wird oftmals falsch verstanden, so wie ich die Fragen immer bekomme. Ja, das heißt, die obere Gabelbrücke zusammen mit den Gabelholmen hält das Ganze zusammen durch diese stark angezogene Kronenmutter. Das ist im Prinzip da, wo die unverrückbare Haltekraft herkommt. Übertragen über diese umgeklappten Fähnchen. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich hier das erstmal freikratze irgendwie. Aber das Problem kenne ich ja schon, das mit dem Freikratzen. Und die Stellen muss ich natürlich auch wieder entlacken. Ja, das ist falsch rum. Ich will nur wissen, ob es passt. Jetzt gerade so, aber es ist auch genug. Gerade so langt ja. So. Jetzt mache ich es mal richtig rum rein, gucken, was über die Schrauben kommt. Ja, das tut's. Es passt zwar, aber es ist extrem genau. Ja, es ist mir zu genau. Noch ein bisschen ab. Ja, jetzt ist es okay. So, jetzt sind die Aufnahmen für die Standrohre wieder frei. Man hat zwar kein Problem, die Standrohre durchzubringen, aber wenn die Kontaktflächen nicht eben sind, beziehungsweise da teillackiert sind oder teilgepulvert sind, da ist es einfach nicht gut. Deshalb habe ich das jetzt weggemacht. Hier ist es nicht so kritisch, hier ist es egal, hier muss es einfach nur über den Schaft passen und das tut es ja, jetzt habt ihr ja gesehen. So, jetzt kann ich das montieren und auch lassen. Aber erst festziehen, wenn die Gabelrohre drinstecken, ansonsten kippt das ja und ist schepp und hat Spannung und das geht natürlich nicht. Die setze ich jetzt auch mal ein, damit ich sie nicht verliere. Aber ich drehe sie noch nicht fest. Die Schraube ist zwar jetzt auch kein optisches Highlight, aber hier kommt ja der Sicherungskastendeckel drauf. Dann irgendwann mal, wenn die Verdrahtung wieder installiert ist. Diese Schrauben sind die Standrohrhalteschrauben in der unteren Gabelbrücke. So, Schraubenkopf und Scheibe kommen nach vorne. Hutmutter mit Kragen nach hinten. So. Ich habe die also gebürstet. Ja, hier an dieser Stelle hatten wir diese Konstruktion. Hier ist eine lange Schraube mit so einem Kabelhalter nach vorne. Nicht besonders hübsch.
So. Die Schrauben sind zum Teil einfach total bescheiden. Beziehungsweise die Muttern sind bescheiden, die Schrauben eigentlich nicht. Die Schrauben sind ganz gut, aber die Muttern halt nicht. Ich denke, da werde ich mittelfristig, kurzfristig oder was auch immer fristig andere raussuchen. Das ist noch so eingestaubt hier vom Schmirgeln. Mal gucken, was ich finde. Weil wenn man auf dem Motorrad sitzt und das Motorrad fährt und immer auf diese verknattelten Schrauben gucken muss, das ist einfach nicht so schön. Deshalb würde ich da andere nehmen. Das Gemeine ist, dass das auch noch M7 ist. Da ist die Auswahl jetzt nicht gar zu groß, aber eine habe ich gefunden. Das heißt, die deutlich schlechtere von den beiden kann ich ersetzen. Ha! Die sieht doch fast gut aus. Da bin ich froh, dass ich die nicht mehr benutzen muss. Aber in diesem Video wollte ich ja nun wirklich die Gabelholme zusammenbauen. Auch noch alles voll mit Strahlgut. Nochmal durchsaugen. Und pusten und was auch immer notwendig ist. Kann sein, dass ihr die frisch gepulverten Dinger noch gar nicht gesehen habt. Ich weiß es nicht mehr. Aber ihr werdet ja jetzt genug Gelegenheit bekommen im Zuge der nächsten Stunde oder so. Hier ist noch jede Menge Zeug. Ach, guck mal, wie hübsch. Das kann ich ja auch gut brauchen für meine Pulvergeschichten. Hui. Ja, das ist die mit den zwei verschiedenen gewesen. Okay. Na, gut, ich hab auch keine anderen, also lasse ich das jetzt so. Da hat schon mal eine Gewindestange getauscht. Ich glaube, so oft wie heute habe ich die Platte selten geputzt und gesaugt, aber Strahlgut in dieser Feinmechanik wäre kontraproduktiv. Ich habe viele neue Teile, unter anderem auch diese Kolbenringe hier. Die lassen sich sehr leicht tauschen. Ich kann das gerade nochmal zeigen, wie sie abgehen und wieder dran. Die Weisen habe ich mir nicht getraut abzumachen, weil ich Sorge hatte, dass sie abplatzen in dem Moment. Und ja, sie haben es gerade so nicht getan. Sie gingen genauso gut ab im Prinzip wie die auch. Ich habe mich halt nur nicht getraut, weil sie lauter Risse hat. Aber die sind jetzt neu, diese Kolbenringe. Die gibt es zum Glück noch. Viele andere Verschleißteile sind auch neu. Natürlich die Staubschutzkappen, Simmerring. Natürlich neue Gleitbuchsen. Und zum Glück gerade erst gekommen neue Sprengringe. Und zum Glück auch neue Staubschutzkappen für diese Sachen hier. Das werde ich jetzt auch benutzen. Das ist so das Assembly Loop für Gabel. Kayaba-Fett. Ich versuche jetzt mal alles in der umgekehrten Reihenfolge zusammenzubauen, wie ich es zerlegt habe. Nämlich ich beginne mit diesem Stopfen. Der sitzt also hier an dieser Stelle hier so drin. Mit diesem Gesicht direkt an der Unterseite, sodass also dieser Stopfen letztendlich mit festgeschraubt wird, mit der Schraube, die von hier unten kommt. Und wir haben ja gesehen, habe ich hier beim Zerlegen schon gezeigt, dass hier eine Schräge ist hier unten und diese Schräge findet sich auch hier an der Dämpferstange wieder, also an der Kolbenstange. Und das sitzt dann hier so drin, so. Und dann kommt die entsprechende Schraube von unten. Das ist die hier, die kommt dann so rein und landet letztendlich hier drin. Das Gewinde sitzt also hier in der Dämpferstange, das ist ja immer so. Aber dieses Gebilde haben wir bei sonstigen Gabeln einfach nicht, weil das zu diesem System, zu diesem Eintauchverhinderungssystem, zu diesem Track dazugehört. Ja, also das ist so die Funktionsweise. Nochmal zur Erinnerung, jetzt habe ich wieder was runtergeschmissen, nämlich diese Schraube, die soll das Verdrehen verhindern, weil die setzt sich hier zwischen diese zwei Flächen hier rein und sitzt genau an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so einbaue, diese Schraube hier reinschraube, landet die Schraube genau hier und dieses Ding kann sich nicht mehr verdrehen. Und da der Kolben diesen Flach da drin hat, der da drin steckt, kann sich der Kolben auch nicht mehr verdrehen. Das heißt, der Kolben steckt fest. Und weil sich der Kolben nicht mehr verdrehen kann und feststeckt, ihr erinnert euch vielleicht, kann diese Stange, die von oben kommt, hier drin in diesem Kolben eine Veränderung hervorrufen, welches die
Zugstufendämpfung einstellt. Die Zugstufendämpfung ist ja von oben einstellbar. Aber diese ganzen Geschichten habe ich beim Zerlegen schon mal erklärt, aber ich mache es jetzt nochmal. Es geht also erstmal darum, dieses Gebilde hier ganz tief runter zu bekommen, und zwar in genau der gezeigten Lage, dass die Schraube, wenn die hier reinkommt, genau hier zu liegen kommt. Und wie das am besten funktioniert, weiß ich auch nicht. Das ist mein Garagenbesen und rein zufällig passt dieses Ding genau hier drauf, aber sowas von genau, dass es schon fast zu genau ist. Ja, man wird jetzt wieder einiges an Improvisation sehen, aber ihr müsst bedenken, ich mache das jetzt zum ersten Mal auch. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob mir das alles wieder runterfällt. Und ob ich zum Schluss feststellen muss, so wäre es gar nicht gegangen, weil so kriegt man das gar nicht zusammen. So, das ist schon mal das gute Kayaba-Fett. So. Und jetzt wäre meine Idee gewesen, dass ich es hier auf diesen Besen setze. So. Und jetzt nehme ich den Gabelholm. Ich habe jetzt also diesen Schraubenspalt auf mich zeigen, dann jetzt nehme ich den Gabelholm bzw. das Standrohr, nee, das Tauchrohr, schiebe das hier drüber, sehe das hier kommen, genau, jetzt ist das genau an der richtigen Stelle. Dann mache ich mal die Schraube da rein. So. Ich kann ja jetzt drehen. Oh, verträgesichert ist sie jetzt durch diese Schraube. Genau. Jetzt sitzt es. Ha! Das ging offensichtlich so. Ja, man kann es ein bisschen sehen. Das sitzt jetzt hier und ist auch schön gerade, wie es aussieht. Wenn man von oben reinschaut, sieht das jetzt so aus. Das ist eine völlig verranzte Schraube, mit der habe ich was Besonderes vor. Ich habe diese verranzte Schraube abgesägt, habe ein Loch reingebohrt, habe hier zwei Nägel in der Hand. Jetzt habe ich die beiden Nägel angeschliffen und abgezwickt. Was ich hier gebaut habe und warum, zeige ich euch im Laufe dieses Videos, aber Will kann ja schon mal ein bisschen Rätsel raten. Auf Schraubensicherungsmittel werde ich hier verzichten, weil die Schraube liegt mit ihrem Kopf ungefähr hier an dieser Stelle an. Die kann nicht raus, wo soll sie hin, geht nicht. Ja, als nächstes wollte ich das Drecksystem zusammenbauen. Da stelle ich erschreckt fest, dass hier ein Teil fehlt, welches ich nicht ausgebaut habe und dementsprechend auch nicht verfügbar habe. Und zwar war ja hier diese Hülse drin und diese Hülse war ja beweglich in diese Richtung und in diese Richtung. Und beim Bremsen ist die Hülse hier nach hinten. Nein, nach vorne gedrückt worden, hat hier entsprechend Kolben betätigt und so, ihr kennt das ja. Und diese Hülse hatte hinten einen Anschlag, hier an dieser Stelle, also hier drin. Gut, also, ich habe hier eine Schraube. Diese Schraube hat einen Kupferring, der ist ein bisschen verdrückt und ein bisschen korrodiert, wie man sieht. Ich habe Kupferringe in dieser Größe nicht, deshalb benutze ich hier einen Aluminiumring. Den habe ich in meinem Aluminiumringsortiment gefunden. Den kann man nicht so fest anziehen, muss man wohl auch nicht. Und der sitzt dann hier unten und der passt auch an diese Stelle perfekt hin. Also werde ich diesen benutzen. Ich mache die Arbeitsschritte jetzt alle parallel für beide Gabeln. Da muss ich nur einmal drüber nachdenken. Die Schraube kommt also in dieses Loch. Sie drückt also diese Feder und diese Kugel und rastet dabei diese Walze. Und diese Walze hat dann diese Bedienblende. So, jetzt wird eingelocht. Das ist alles schön sauber, schön freigängig. Stay.
Jetzt gefühlvoll, wie immer bei Aluminium, nicht zu fest, so dass es gerade anfängt zu schmieren und zu dichten. So. Der Rest wird von der Schraubensicherung gehalten, da passiert nichts. So. Jetzt müsste es klicken, aber ich mache es mit den Schrauben hier rein. Das wird schon klicken. Die dreht durch. Ah, das Gewinde ist schon kaputt da drin. Das ist aber schade. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber jetzt wo ich reingucke, sehe ich es auch. Okay. Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. So ein Pech schon wieder. Aber das hätte ich ja vorher gucken können. Ja, das Gewinde ist weg. Ich habe mich schon gewundert, warum das so einen komischen Pratzen auf der Oberfläche hat, aber jetzt ist natürlich klar, das Gewinde ist irgendwie kaputt da drin. Man sieht zwar noch irgendwie was Wurmartiges, aber es hält nicht mehr. Gut, ich schaue mal gerade, ob es hier klickt wenigstens. Das tut sehr eindeutig, das ist sehr schön. Okay, dieses Problem mit den Schrauben oder dieser Schraube vertage ich für wenige Minuten. Der Thomas kommt gleich, dann besprechen wir, was wir da machen. Ich habe da schon eine ganz gute Idee. Hier habe ich eine Kupferscheibe, eine passende für die Ablassschraube. Aber ich habe eigentlich vor, hier auch eine Aluminiumscheibe zu nehmen. Das sieht einfach besser aus, weil diese Kupferscheibe, die gefällt mir einfach nicht. Deshalb nehme ich die Aluminiumscheibe auch an dieser Stelle. Ich finde das hübscher. Die überragt das dann wenigstens auch nicht und leuchtet nicht kupfern hervor. So, da brauche ich eine 10er Nuss. Ja, das sieht gut aus. Sieht richtig gut aus, finde ich. Haha. Nicht erschrecken. Gerade geht mein Garagentor hoch, weil der Thomas gerade kommt. Ja, so ist es jetzt geworden. Ich habe also jetzt diese M4er-Schrauben nicht mehr drin, die M4er-Senkkopf, sondern ich habe M5 aufgebohrt und geschnitten und habe diese Imbusschrauben, Edelstahl-Imbusschrauben jetzt drin. Das war mit dem Thomas abgesprochen, der war gerade da. Und hier, damit es gleich ist, obwohl hier die Schrauben noch passen würden, mache ich das gerade auch, damit es gleich aussieht. Und was diesen Stopfen hier angeht, diesen Stopfen hier hinten in diesem Loch, haben wir gerade nochmal zusammen ins Internet umgekrempelt und haben festgestellt, dass das ein Gummistopfen ist, den es als Ersatzteil zu kaufen gibt. Der muss bei der Pulverbeschichtung oder im Ofen irgendwie verloren gegangen sein. Ich dachte, das wäre ein Metallstöpsel, ist es aber nicht. Es ist ein Gummianschlag und diesen Gummianschlag haben wir jetzt bestellt, der wird in Kürze kommen. Und da es ein Gummianschlag ist, wird er einfach nur reingedrückt und wenn er einfach nur reingedrückt wird, kann man den ganz zum Schluss montieren, bevor man diese Achse reinschiebt. Das heißt, ich kann doch alles zumachen, zum Glück. Der ist da unten nicht so lang, deshalb komme ich damit tiefer. Und der hier konnte bohren, deshalb zwei verschiedene. Jetzt müssen die Blenden noch leicht aufgebohrt werden. Als nächstes kommt dieser Kolben hier in das Loch. Wie die Löcher orientiert sind, ist jetzt egal, hier sind Löcher drin, weil das ist eine komplett versenkte Spur, das heißt, die bekommt überall Zeug her. So, das kommt jetzt so.
Diese Striche kommen nach außen, also diese kleinen Strichelchen. So. Der O-Ring ist noch fit, den verwende ich weiter. So. Jetzt kann man das schon zuklappen. Die Feder verschwindet dann hier drin und stützt sich hier auf dem Metall ab. Genau so. Damit sollte man das hier noch vorbeibringen, wenn man es ein bisschen runterdrückt. Ich habe hier mit Bleistift Big drauf geschrieben, weil das Big End, also der etwas größere, hier noch in diese Richtung kommt. Ja, genau. Aber das mache ich erst rein, wenn der Gegenanschlaggummi da ist. Die Löcher sind zum Teil so übel, dass ich die mal ausputzen muss. Das ist das Standrohr und in das Standrohr muss als nächstes der Kolben rein. Der kommt von innen nach außen. Der muss als erstes rein und dann muss hier was angebracht werden. Das sehen wir gleich. Vielleicht erinnert sich noch jemand. Ich werde das erstmal hier ein bisschen fetten, damit der Kolben erstmal grundsätzlich da gut läuft. Ja, da bellt der Nachbarshund. Ja, und wer hat's gemerkt? Ich habe die Anschlagsfeder vergessen. Also Retour, Anschlagsfeder rein und nochmal das Ganze. So, dann haben wir diese interessanten Bauteile, die es ja sonst fast bei keiner Gabel gab. Jetzt kommt erstmal Ring. Du rastest hier mal gerade nicht ein, sondern du rastest hier ein. So, genau. Dann kommt Scheibe. So. Man hat also hier zwei Arretierungsringe, einer oben, einer unten. Oben sitzt die Scheibe, dazwischen die Federn, unten sitzt dieses Kragen, diese Kragenhülse, die sitzt also unten. Und damit ist man damit fertig. Jetzt kann man das so weit schieben, bis es nicht mehr weitergeht. Dann ist es erstmal weg. Und dann kommt dieser Schmutz weg. Teflonring, ihr erinnert euch vielleicht, der drin war, hatte hier eine Kerbe in der Mitte. Hat der nicht, haben die meistens nicht, habe ich auch vorher noch nie gesehen. Jetzt gucke ich mal, dass ich das irgendwie da drauf kriege. Das war gut. Jetzt kommt diese Schraube zum Einsatz, die ich gebaut habe. Die schraube ich jetzt nämlich hier rein. Soweit, wie es
eben geht, bis zu diesem Anschlag. Die Intention ist, dass ich das Ding jetzt drehen kann, sobald es unten durch das Tauchrohr durchgetreten ist, kann ich das hier drehen und kann mit diesem Flach nach dem Gegenflach suchen. Das heißt, ich muss dieses Ding ja drehen können, damit dieses Flach in das Gegenstück einrasten kann. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass das zufällig genau passt, wenn ich das Zeug jetzt zusammenstecke. Dann wird wahrscheinlich das irgendwie zu liegen kommen und ich habe keine Chance, das irgendwie zu drehen, sodass das Flach hier einrastet. Und deshalb habe ich mir dieses Ding jetzt gebaut. Das bringe ich dann zum Einrasten und dann kann ich es wieder rausschrauben und die richtige Schraube reintun. Das ist so der Plan. Mal gucken, ob es klappt. Ich denke, ich kann das jetzt so reinstecken erstmal. Vielleicht, wahrscheinlich. Dann schiebe ich das irgendwie zusammen. Ist ja erstmal egal wie. Genau. Jetzt kann ich meine Schraube hier nämlich schon sehen. Und vielleicht kann ich da auch dran ziehen. So war es geplant. Und solange sich das noch drehen lässt, ist es im Flach nicht eingerastet. Man kann überhaupt was sehen. Also, solange sich das jetzt hier noch dreht, ist es nicht richtig montiert. Meine Hoffnung ist jetzt, dass ich das hier drehend, ziehend zum Einrasten bringen kann. Aber das tut es jetzt erstaunlicherweise nicht. Komisch, müsste es doch eigentlich. Also es war doch kein Denkfehler, es hat nur kurz vorm Ziel gehakt, innen drin irgendwas, keine Ahnung. Ich habe es nochmal reingeschoben und jetzt ist das Ding schon viel weiter raus. Genau. Und jetzt ist es auch eingerastet und ich kann das jetzt rausschrauben. Ja, ich muss zugeben, es hat sich ein bisschen anders angefühlt, als ich erwartet habe. Aber man kann hier ziemlich gut das Gewinde sehen. Man sieht also, dass das Gewinde ziemlich zügig und ziemlich weit vorne beginnt. Das heißt, man könnte und sollte jetzt auch die Originalschraube platzieren. Um das zu tun, muss ich die Kamera ein Stück wegstellen. Der Tremo hat sich übrigens ganz gut wieder beruhigt, das heißt, er funktioniert wieder halbwegs. Ich mache jetzt die üblichen 20 Newtonmeter. Innen dreht nichts durch, kann ja auch nicht, haben wir ja gesehen. Und ich müsste jetzt ganz gut in der Lage sein, mit diesem Stab da hinein zu tasten und da vielleicht irgendwas zu finden, wo ich einrasten kann. Genau, jetzt bin ich da drin, wo ich einrasten kann, jetzt kann ich drehen. Und das kann mitschwingen, logischerweise, weil das ja über diesen ganzen Bereich hier funktioniert. Ja, also das scheint geklappt zu haben. Das ist jetzt Nummer 2, gleiche Situation wie eben. Im Schraubstock eingespannt und ich suche hier gerade den Rastpunkt. So, Nummer 2 ist auch drin, soweit okay. Feierabend für heute. Ich will mal gerade die Federlängen messen. 553 mm ist die Verschleißgrenze und wir sind hier bei 563 mm. Und hier sind wir bei 560 mm. Also sind wir noch ganz gut. So, es wiederholt sich mal wieder viel. Als nächstes kommt hier der obere Teflon-Gleitring rein. Der sitzt jetzt hier und muss jetzt in die Lücke da unten eingearbeitet werden, wie immer. Ich stecke immer so ein Stückchen Gummi rein. Auf der einen Seite, das ist das Gummi, aus dem im Prinzip
meine Tischfläche hier besteht. Und dann ist das auf der einen Seite schon mal ganz gut angedrückt und dann kann man das auf der anderen Seite dann auch andrücken und runter tun. Mit dem Gummi, das hat den Vorteil, dass diese Lücke, die ist jetzt gerade hier auf der anderen Seite blöderweise, dass diese Lücke ganz gut geschlossen wird und man sich nur noch auf die dem Gummi abgewandte Seite kümmern muss. Ja, so bastelt man sich seine Hilfsmittel im Laufe der Zeit. Na, komm wieder raus. Ups. So. Ah, das Ding ist zu lang, dieser Hals hier. Das geht so gar nicht. Okay. Machen wir es anders. Ja, ich habe mal den Tipp bekommen, einfach das alte Ding zu benutzen. In dem Fall. Danke, David. Dann kann man das. Also mit diesem System bin ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so besonders zufrieden. Eigentlich wollte ich mir schon immer mal richtig passende Hülsen drehen für diese Gabel. Holme, die ich ja relativ oft mache, aber jedes Mal denke ich, auch einmal geht's noch. Klar geht's auch, aber es ist natürlich immer wieder ein Krampf. Naja. Sind wir jetzt unten? Nee, 2 mm fehlen noch. Er steht noch über. Dann stapel ich noch einen auf. Ich habe ja genug. Hat manchmal auch einen Vorteil, wenn man als in Anführungsstrichen alter Messi nichts wegschmeißt. So. Jetzt müsste es gehen. So. Kommst du? So, jetzt ist der Ring drin, ist also eben mit dieser Fläche. Genau eben, das ist genau richtig. Und jetzt kommt der erste Diskrepanzpunkt zur Zerlegung, will ich euch gerade mal zeigen. Das Werkstatthandbuch ist nämlich ziemlich cool an dieser Stelle. Und zwar kann man hier schön sehen, Slider Bushing. Das ist also diese Gleithülse, die ich gerade reingetan habe. So, und da gibt es einen Backup Ring. Und dieser Backup Ring ist bei jeder Gabel auf diesem Gleitring drauf. Und bei diesem Motorrad, habt ihr euch vielleicht in Erinnerung, ist dieses Ding außen gebogen. Und man sieht also, die Biegung ist nach oben, an dieser Stelle nach oben, Richtung Simmering. Hier Oil Seal ist der Simmering und dann kommt der Snap Ring, das ist dieser große Sprengring. Dann diese Plastikscheibe. Und dann gibt es eine Schwammdichtung, Sponge Seal heißt Schwammdichtung, und die hat nicht existiert. Und das ist ein relativ dickes Teil, nämlich von hier bis hier, das was hier geschraffiert gezeichnet ist, die hat gar nicht existiert beim Zerlegen. Ja, und hier, da oben die Staubkappe, das kennen wir ja. So, also das Sponge Seal gibt es nicht, das war nie da. Und dieser Backup Ring, der also etwas gekröpft ist, wir sehen ihn gleich live und in Farbe, der ist nach oben gekröpft, Richtung dem Simmering. Und beim Zerlegen, da bin ich ziemlich sicher, war das nämlich genau andersrum. Da war nämlich diese Kröpfung nach unten. Das heißt, das hat offensichtlich schon mal jemand irgendwie falsch zusammengebaut. Ja, und das ist der Ring, um den es jetzt geht. Dieser Ring hat also diese Kröpfung, wie man deutlich sieht, diese Kante. Groß ist sie nicht. Und wenn man die Kante jetzt wirklich nach unten bringen würde, würde diese Kante hier auf dem Aluminium aufliegen. Einfach nur aufliegen. Der Gleitring ist ja bündig mit dieser Fläche unten. Das heißt, zwischen Gleitring und dieser Fläche und diesem Rand wäre jetzt ja, entsprechend Luft einfach. Und deshalb ist es eigentlich falsch. Deshalb muss das schon so rein, dass also alles flächig abgedeckt wird, was jetzt da unten drin ist, was ihr auch gesehen habt. Ja, und der Rand, die Kante, zeigt nach oben.
Und wenn jetzt hier der Simmering kommt, kann man schön sehen, stößt dieser Rand hier auf diesen Rand des Simmerings und stützt den außen ab. Normalerweise sitzt der einfach flächig drin, aber hier hat man es halt so gemacht, dass der außen abgestützt wird. Was ich von hier ist halt eine Lücke dann drin an dieser Stelle. Ja, so haben es die Hondaianer in diesem Fall gemacht. Ja, der Simmering kommt so rein, dass die Beschriftung wieder nach oben ist, das kennt ihr ja. Und die große Lücke nach unten, wenn man es verkehrt rum macht, dann ist es undicht, dann läuft die Gabel sofort aus beim ersten Mal einfedern, hatten wir auch schon. Und ja, dann mache ich das jetzt mal so. Ein bisschen fett. Obwohl das jetzt eigentlich hier gar nicht sein muss, weil hier ist ja noch Öl hier unten drunter. Gabelöl. Ja, und jetzt kommt der Moment, wo man sich überlegen muss, ob man dem Simmering zutraut, sich über diese Kanten hier hinweg zu bewegen, ohne kaputt zu gehen. Ich denke, das ist durchaus machbar, weil die haben jetzt keine scharfen Kanten. Aber man muss ja kein Risiko eingehen, wenn man nicht muss, wenn man gerade eine Zellophantüte zur Hand hat, kann man die benutzen, um dem Ring ein bisschen zu helfen. Ich schmier den jetzt hier innen mit Fett ein. So, also. Sauerei. Brauchen wir gleich nochmal. So, Ring ist drin, Krempe nach oben und hinein. So, der ist jetzt drin und man kann hier neben schön die Grube fürs Häschen sehen. Bisschen einfetten. Die Dinger rosten wahnsinnig gerne, wie man ja weiß und gesehen hat. Ist immer eine Riesensauerei, wenn die rosten. So. Ich glaube, er sitzt jetzt noch nicht überall. Jetzt. Sitzt überall. So, Häschen ist in der Grube. Jetzt käme laut Werkstatthandbuch die Plastikscheibe. Und auf die Plastikscheibe käme jetzt das Sponge-Ziel, die Schwammdichtung. Aber die habe ich nicht. Alle anderen Gabeln, die ich so kenne, haben auch kein Schwammsiel. Sponge-Ziel. Mach hier ein bisschen Fett drauf gerade. Diese Lücken muss man freilassen, damit die Luft entweichen kann, sonst kriegt man den Deckel nicht zu. Wisst ihr ja auch, hab ich auch schon jedes Mal gesagt. Das war einfach. Es kommt irgendwo noch die Manschette rein, aber da muss ich erst mal gucken, wo. Das habe ich wieder vergessen. Normalerweise würde man das jetzt füllen mit 281 Kubikzentimeter Öl. Aber da ich die Füllhöhe sowieso nicht messen kann, sondern nach Füllmenge das Ganze mache, mache ich jetzt die Feder rein. Der eng gewickelte Teil kommt nach oben. Okay. Jetzt muss ich diese Sachen hier montieren und da diese Mutter, ja, diese Gewindescheibe, mehr ist es ja fast nicht, ein Loch hat, kann man das Öl auch danach noch reinfüllen. Das heißt, ich kann das jetzt erstmal nochmal trocken lassen für einen Moment und kann das hier installieren. So, es kommt diese Scheibe, dann kommt der Abstandsring. Die Distanzhülse, die die Vorspannungseinstellung macht und jetzt kann man das hier hochschieben und jetzt muss man das da zusammendrücken.
und das Ding da reinschrauben. Das ist mir rausgehüpft. Ziemlich heftig rausgehüpft. Fast rausgesprengt beim Zerlegen, weil das hier unter Spannung steht. Das ist halt nicht so schön. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich habe das fast befürchtet, dass das schwierig wird. Alter. Oh. Das geht so irgendwie nicht so recht. So viel Vorspannung. Ja, aber es ist da rausgesprungen. Ich muss das wieder da reinkriegen. Es hilft alles nichts. Jetzt muss erstmal die Kamera möglichst weit weg. Keine Sau rein. Ist doch fast ausgeschlossen. Jetzt muss ich unter der Presse reinmachen oder was? Das klappt ja ohne Vorspannhülse schon so gut wie kaum. Also laut Werkstatthandbuch gehört da gar keine Vorspannhülse rein. Wo soll denn die da sein? Und die Vorspannhülsen, die ich von Honda so kenne, sind auch nicht aus schief zusammengebogenem Blech. Ich glaube, da hat irgendeiner was gebastelt, um die Luftfederunterstützung irgendwie zu eliminieren. Ich denke, ich werde das weglassen. Rein vom Gefühl her ist das dann auch viel zu hart. Also ich versuche das jetzt mal so. Oh, ein bisschen Fett wäre vielleicht nicht schlecht. So. Und dann gucke ich mal, wie sich so anfühlt, wenn ich das hier eingeschraubt habe. Ja, so ist es. So ist das normal. Da muss man ein bisschen drücken und dann kann man die Kappe einschrauben. Und hier kann man mit dieser Mutter auch noch ein bisschen Vorspannung justieren, wenn man das will. So, genau. Huch, man hat wieder gar nichts gesehen. Sorry. So sieht es jetzt aus und so lasse ich es für den Moment mal. Füllen kann man sie immer noch über dieses Loch. Jetzt gucke ich mal, wie sich das so anfühlt. Ja, ich meine, es ist kein Öl drin und deshalb keine Dämpfung, aber von der Federkraft fühlt sich das völlig normal an. Wenn man bedenkt, dass da jetzt vielleicht noch ein bisschen Luft eingeblasen werden soll, 0, irgendwas bar, ist es für mich so in Ordnung. Ja, ich lasse das jetzt mal so und bringe den zweiten Holm in den gleichen Zustand. So, fast fertig. Staubkappe sitzt schon. Und weil man es eben vielleicht nicht gesehen hat, mache ich das gerade nochmal mit der Mutter hier. So. Ich kann leider nicht von oben reinfilmen. Ja, die Scheibe hätte man sich sparen können, weil die brauchen wir wahrscheinlich nur zusammen mit der Vorspannhülse. Aber wie gesagt, an diesem Punkt bin ich mir unsicher. Und da würde ich mir vielleicht auch einen kleinen Tipp von der Community erhoffen. Gehört diese Vorspannhülse hier rein? Im Werkstatthandbuch ist sie nicht. Oder hat sie vielleicht jemand gesehen auf dem Bild? Ich habe sie nicht gesehen. Und das wäre mir auch zu hart. So, jetzt bin ich unten. Halbe Umdrehung zurück. Okay. Damit lasse ich es für dieses Video jetzt gut sein. Ja, dann ist das erstmal der Rest vom Schützenfest. Das verbaue ich noch, wenn das ein Ersatzteil dieser Gummipuffer da ist. Und vielleicht kennt sich ja irgendjemand mit dieser Gabel ein bisschen aus. Warum ist diese Vorspannhülse nicht im Werkstatthandbuch, einschließlich dieser Zwischenmutter? Das habe ich jetzt alles so nicht gefunden, auch im Mikrofisch nicht. Vielleicht ist das Original doch ein bisschen anders. Vielleicht gab es da mal im Laufe der Serie eine Änderung. Auch das weiß ich nicht. Vielleicht gab es da auch mal
Modifikationshinweise oder Empfehlungen seitens der Community, seitens der Fahrer damals. Ist ja über 30 Jahre her, fast 40, wo dieses Motorrad gebaut wurde. Vielleicht haben die irgendwelche Leute gesagt, ja, passt auf, die Gabel werden immer undicht, das mit dem Luftpolster funktioniert nicht richtig. Lasst das mit dem Luftpolster weg und macht dafür diese Vorspannhülse rein. Da gab es mal ein Änderungsset. Kann man sich alles vorstellen, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Feder sehr, sehr schwer geht, wenn man die reinmachen will mit dieser Vorspannhülse. Deshalb habe ich es jetzt erstmal nicht gemacht. Ob das so bleibt, weiß ich noch nicht. Muss ich mit dem Thomas besprechen. Muss ich gucken, was von der Community noch so an Empfehlungen kommen. Da wäre ich dankbar für. Und falls ich das noch ändern sollte, dann muss mir der Thomas dabei helfen, weil sonst kriege ich die Feder da nicht rein, glaube ich. Aber das ist ja dann auch kein Problem. Das wird er sicherlich gerne tun. Ja, den Rest baue ich zusammen, wenn ich das letzte Ersatzteil habe, diesen Gummipuffer, sagte ich ja bereits. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich noch was abschrauben muss, um diesen Gummipuffer da rein zu tun. Und dann ist es natürlich besser, wenn das Öl noch nicht drin ist. Aber das glaube ich nicht. Normalerweise müsste er sich seitlich reinschieben und dann platzieren lassen. Aber jetzt ist erstmal Schluss mit diesem Video. Soweit, so gut für heute. Bis demnächst bei Zams Channel.